Ich lade dich ein, einmal ganz tief und bewusst ein- und auszuschnaufen. Im zweiten Schöpfungsbericht heißt es nämlich: Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Leben bedeutet also, Gottes Atem in sich zu haben, seinen Geist im eigenen Leben zu spüren und getragen von diesem Geist zu leben. Unser ganzer Körper ist voll von Gottes Atem. Eigentlich ein wunderschönes Bild. Was löst das in dir aus? Denk nur schon mal an die letzten paar Tage. Was hast du alles erlebt? Wo hast du dich verstanden gefühlt und wo auch nicht? Wo hast du dich allein gefühlt und wo dreht? Wo sind dir Entscheidungen schwer gefallen und wo leicht? Und jetzt denk nochmal an diese Situationen und stell dir vor, dass du Gottes Atem mit dir gehabt hast, dass Gott immer ganz nah bei dir war und all diese Situationen miterlebt hat. Der Viktor Frankl, der berühmte Arzt, hat einmal gesagt, der heutige Mensch muss sich nicht mehr so sehr darum sorgen, von was er leben soll. Was ihn quält, ist einfach die Tatsache, dass er heute nicht mehr wirklich weiss, für was er lebt. Ja, für was hat uns Gott in die Welt gestellt? Was hat sein Plan mögen sein, sein Bild von uns Menschen? Er wollte, dass wir leben können, dass wir frei und selbstständig sein können und handeln. Wir sind aber nicht frei von etwas. Frei von Bindungen, von Lasten, von Aufgaben. Wir sind viel mehr befreit zu etwas. Eben zum Leben. Wir sind frei zu lieben, zu vertrauen, uns zu verschenken. Es ist Gottes Atem, der uns lebendig macht. Auch dort, wo wir Schweres erleben und am liebsten erstarren möchten. Es ist Gottes Atem, der uns fähig macht, zu leben und zu lieben. Auch dort, wo wir immer wieder enttäuscht werden. Es ist Gottes Atem, der uns am Leben erhaltet. Auch dort, wo wir an Grenzen stossen, krank und schwach werden. Wir müssen nur eins tun, schnaufen. Aber wie lautet die Faustregel? 3 Minuten ohne Sauerstoff und der Mensch stirbt. Es gibt sie, die Leistungssportler, die ihren Körper trainiert haben und ohne Sauerstoff tauchen können. Der Weltrekord im Apnoe-Tauchen liegt bei den Herren bei 11 Minuten und 35 Sekunden, bei den Frauen bei 9 Minuten und 2 Sekunden. Leider enden aber immer wieder solche Apnoe-Tauchgänge tödlich. Könnte das ein Bild für unser Leben sein? Trainieren wir krampfhaft, möglichst lang, ohne zu schnaufen, ohne Gott auszukommen? Wie viele Menschen leben zwar äußerlich gut und erfolgreich, sind aber innerlich in echter Not. Dabei wäre es so einfach. Einfach schnaufen. Gott hat uns nicht in eine Welt ohne Fragen, ohne Anfechtung, ohne Schmerzen gestellt. Aber er hat uns seinen Atem eingehaucht. Und er will bis heute in jedem Atemzug in uns sein und mit uns sein. Darum lade ich dich ein. Schnauf immer wieder einmal am Tag ruhig ein und aus. 5 bis 6 Mal. Und spür dann, wie Gott da ist, in dir ist, dich kennt, dich liebt und dich ganz machen will. Ich wünsche dir einen Tag mit einem langen Schnaufen.